Freunde, Hip ist wieder unterwegs und nicht, wie vielleicht erhofft, beim Ostereiersuchen, sondern heute am Ostersamstag hier auf der Tix City Party im Calcio in der Bayarena in Leverkusen. Wir gucken für euch, was hier alles abgeht. Natürlich nicht ohne kleinen Hintergedanken. Wir testen heute Anmachsprüche. Wie kommen Anmachsprüche bei Frauen an und was tun Männer, um eine Frau zu erobern? Mit welchem Spruch gelingt es, mit welchem nicht? Hier jetzt für euch. Straßenkarte dabei? Da sagen Sie? Natürlich haben wir eine dabei. Also ich sage zu ihr, sag mal, du musst doch ungeheuren Muskelkater haben in den Beinen. Da sagt sie, nee, wieso? Da sag ich, weil du mir die ganze Nacht durch den Kopf gegangen bist. Ja, sag, du findest ihn gut. Und du? Ey, sag mal, ist das Top aus Kamela? Da sind ja zwei Höcker vorne. Kann es sein, dass wir als Kinder auf verschiedenen Schulen waren? Ja. Ja? Schade. Ich bin Kapitän, darf ich diese Nacht bei dir andocken? Also ich finde, man muss auf einer Ebene tiefer anfangen. Ist? Beim ersten Anmachspruch muss man erstmal... Entschuldigung, aber anatomisch gesehen ist das doch tief genug, oder? Aber der schönste Anmachspruch ist doch einfach nur so. So an der Hand? Das ist doch kein Anmachspruch. Nee. Dann geht mir zu mal. Weil na, kannst du immer so ausdrücken. Hast du den auch bei ihr gebracht? Nee. Wie liebe denn da? Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Ja. Soll ich dann nochmal reinkommen? Ja. Der zieht aber, ne? Der zieht. Er ist schon wieder. Und? Was denn und? Ging der gut? Was? Hey, sollen wir uns nicht mal ganz unverbindlich nackig aufeinander legen? Ich steh nicht auf so blöde Sprüche. Wie kann man sie denn dann erobern, sag ich mal? Oder sie kennenlernen, wenn jetzt... Ja, wenn... Mit einem netten Lächeln. Ich wusste ja, ne? Wenn man viel Milch trinkt, dass man dann schön wird. Aber sag mal, wie viel hast du denn bitte getrunken? Ja, also eigentlich... Also ich komme ja vom Land. Also, da vorne, drei Mädels alleine, hallo. Na? Hallo. So, jetzt ich. Oh, jetzt gehst du mal hin und guckst mal, ob du genauso auf dich ansprichst. Okay. Ja? Ja? Lausch mal dein Kabel halt. Ich finde deine Beine total toll. Ich finde die so toll, dass ich denen einen Namen geben muss, ja? Gib mal einen Namen. Das Bein, das linke Bein, nenne ich mal Weihnachten. Weihnachten? Ja. Und das rechte Bein nenne ich Neujahr. Neujahr? Darf ich dich in den Ferien besuchen? Also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und? Du meinst dazwischen? So viele Kurven und ich ohne Bremsen. Hi! Bist du eigentlich solo? Nein. Ach so. Ich finde ja, die schönsten Schätze der Welt liegen unter der Erde. Ja. Aber ich kann dich doch nicht einfach eingraben. Dir 20 Cent, ruf deine Mama an und sag dir, dass ich heute nicht nach Hause komme. Ja, den kenn ich.
Freunde, was war denn hier heute los? Hip für euch im Calcio in der Bayarena in Leverkusen auf der großen Tick City Ostersamstagsparty. Ich habe für euch Anmachsprüche getestet. Viele sind seltsamerweise überraschend gut angekommen, einige natürlich nicht. Ich bin frohen Mutes, dass ich demnächst in der Disco ein paar weitere Treffer landen könnte. Euch wünsche ich auf jeden Fall auch viel Erfolg bei der nächsten Anmache und sage danke fürs Zuschauen. Tschüss.